Herzlich willkommen, liebe Gäste daheim an den Bildschirmen zur ersten virtuellen Lesung der Buchhandlung Graff in Corona-Zeiten. Eine Video-Livestreaming-Lesung im Format Literatur live gelesen. Die Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsproduktion der Buchhandlung Graff und der Produktionsfirma Media VA. Herzlichen Dank an Antonio Vakalopoulos für die Initiative. Während der Corona-Zeit soll dieses Format allen Literaturinteressierten die Möglichkeit bieten, von zu Hause aus Autorenlesungen sehen und hören zu können. Den Auftakt in der neuen Live-Serie gibt Braunschweigs erfolgreichster Buchautor Sven David Müller. Warum erfolgreichster Autor? Sein neuestes Buch Corona-Infektionen effektiv vermeiden, erschienen im Horn Verlag, ist sein 206. Buch. Seine Bücher sind in 14 Sprachen in einer Gesamtauflage von 7,5 Millionen Exemplaren erschienen. Sven David Müller ist promovierter Gesundheitswissenschaftler und Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation des Leibniz-Instituts DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, hier im Science Campus in Braunschweig-Stöckheim. Seit 1992 schreibt er Bücher. 2005 zeichnete ihn Bundespräsident Horst Köhler in Anerkennung seiner Erfolge in der Gesundheitsaufklärung mit dem Bundesverdienstkreuz aus und er ist Träger des Ehrenkreuzes erster Klasse für Kunst und Wissenschaft der Albert-Schweitzer-Gesellschaft. Wir sind ja aktuell live auf Facebook. Facebook hat eine Kommentarfunktion. Sie können also Ihre Fragen und Kommentare stellen. Herr Müller wird sie anschließend beantworten. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Müller, und vielleicht stellen Sie sich noch mal persönlich vor. Herr Frensch, vielen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier in Braunschweig in der bedeutendsten Buchhandlung sein kann. Das ist für mich auch ein Ort, in dem ich selbst schon oft gewesen bin. Und es ist mir eine Freude und Ehre, mein neuestes Buch hier präsentieren zu können. Ich bin also in Braunschweig geboren, am 13. September 1969 in der Bismarckstraße, einer Geburtsklinik, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich bin in der Fasanenstraße aufgewachsen, bin dann irgendwann 1987 aus Braunschweig weggegangen und dann nach 31 Jahren zurückgekehrt, wieder in die Fasanenstraße, nur diesmal näher am Theater, denn das darf man nicht übersehen. Als kultur- und kunstbeflissener Mensch liegt mir das Staatstheater Braunschweig und das Staatsorchester Braunschweig natürlich besonders am Herzen. Aber in erster Linie bin ich natürlich Buchautor und deswegen bin ich heute hier. Ich habe ein Buch geschrieben, Corona-Infektionen effektiv vermeiden. Und bevor ich einige Zeilen aus dem Buch vorlese, möchte ich noch mal daran erinnern, dass jeder der Zuschauer mir und selbstverständlich auch Herrn Frensch Fragen stellen kann. Wo bekomme ich das Buch? Wie sind die Öffnungszeiten? Alles kann man natürlich fragen. Ich bin auch gerne bereit, ein Buch zu signieren, wenn das jemand möchte. Komme ich abends noch mal hier vorbei von der Fasanenstraße. Ich habe es abgemessen, sind 17 Minuten, das würde ich glatt tun. Und ich möchte kurz noch daran erinnern, dass Sie wirklich Fragen stellen können. Aber zuerst, wie bin ich auf die Idee gekommen, ein Buch über Corona zu schreiben und wie konnte das überhaupt in so kurzer Zeit passieren? Das ist relativ einfach. Das Leibniz-Institut DSMZ, wo ich tätig bin, hat natürlich auch einen Corona-Krisenstab gebildet. Und im Rahmen dieses Krisenstabs war ich als Kommunikationschef des Hauses natürlich auch involviert. Und wie alle, die jetzt gerade zuschauen, hatte ich abends auch das Problem, ich konnte kaum rausgehen, ich konnte mich mit anderen nicht treffen, höchstens mit meiner Familie. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf gefasst und habe angefangen, das, was ich im Dienst gelesen habe, zu Hause niederzuschreiben. Und am Ende ist ein 182-seitiges Buch dabei entstanden. Dieses Buch, ich möchte ein paar Zeilen aus dem Vorwort vorlesen, ist deswegen entstanden, weil ich mich einerseits geärgert habe darüber, dass in den Medien ganz häufig von Daten, Zahlen und Fakten berichtet worden ist, die eigentlich niemand, der nicht selbst Mikrobiologe, Virologe oder Epidemiologe ist, verstehen kann. Da wurde von SARS-CoV-2, von Covid-19, von Corona berichtet. Dort wurden einem R-Werte
um die Ohren gehauen. Inzwischen haben sogar Menschen, die 7 Sekunden auf Facebook surften, Ahnung von R-Werten, was ich relativ albern finde. Menschen, die 15 Jahre sich mit Virologie beschäftigen, werden auf Facebook gerne auch mal von Menschen, die 30 Sekunden dort gesurft haben, beschimpft, verunglimpft. Und ich habe gehört, dass Professor Lauterbach heute sogar eine anonyme Drohung in Form einer Flüssigkeit, die hoffentlich keine Coronaviren enthält, bekommen hat. Ich wollte mit diesem Buch aufklären und ich möchte Ihnen kurz einige Zeilen vorlesen. Das neuartige Coronavirus hält seit Wochen und Monaten, genau wahrscheinlich seit Oktober, November letzten Jahres, denn sicher gab es schon im November des vergangenen Jahres in China, in der Provinz Wuhan, in der Stadt Wuhan vielmehr, die ersten Corona-Fälle. Und es wird wohl auch noch länger so bleiben. In der Diskussion im Fernsehen um Lockerungen hört man immer wieder, ja, es muss doch jetzt wieder normal werden. Wir haben doch kaum noch Infektionen. Und da sehe ich es als Gesundheitswissenschaftler als meine Pflicht an, darauf hinzuweisen, dass wir, wenn wir alle diese Maßnahmen nicht hätten, dass wir in Deutschland mindestens 4-mal so viele Todesfälle hätten. Das heißt, wir hätten 35.000 Todesfälle, wenn man die Zahlen aus Schweden hochrechnet. In Schweden gibt es kaum staatlich verordnete Maßnahmen und dort sterben 4-mal so viele. Und ich halte es schon für relevant, dass 26.000 Menschen mehr verstorben wären. Dann hätten wir US-amerikanische Gegebenheiten mit Kühlwagen, vielleicht auf der Fasanenstraße, auf der Jasperallee, am John F. Kennedy-Platz, in dem Leichen aufbewahrt werden, weil der Hauptfriedhof so viele Menschen nicht fassen kann. Vor dem Hintergrund ist es für mich unfassbar, dass es Diskussionen gibt. In der Zukunft werden viele Grippe- und Coronavirus-Infektionen gegeben sein. Wir werden wahrscheinlich diesen Virus nicht mehr loswerden, wie wir auch die Influenza seit Jahrzehnten nicht losgeworden sind. Ein Vergleich von Influenza und Corona verbietet sich schon vor dem Hintergrund, weil einerseits durch diesen Vergleich die Corona-Infektionskette nicht besser würde und andererseits selbstverständlich es gegen Corona eben keinen Impfstoff gibt, keine Medikamente, keine Hilfe und schwere und schwerste Fälle häufiger zu Todesfällen führen. Für mich besonders beeindruckend, auch in der Zeit der Erstellung des Buches, war ein Augenblick, den ich im Fernsehen verfolgt habe. Weiter aus meinem Vorwort. Papst Franziskus hat am 27. März 2020 einen Sondersegen Urbi et Orbi für alle Menschen dieser Erde gespendet. Niemals werde ich vergessen, wie der kleine, alte, humpelnde Mann aus Argentinien seine Heiligkeit, die Monstranz, mehrfach den Himmel reckte, um allen Menschen Gesundheit zu wünschen und zu ermöglichen, Gott um Hilfe zu bitten. Ich bin kein Katholik, ich bin noch nicht mal getauft. Ich gehöre zu den Braunschweigern, die eine Jugendweihe, ich hätte fast gesagt, mitgemacht haben, in der Stadthalle. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das mitgemacht habe, aber das ist eine andere Sache. Ich bin nicht getauft, wie ich schon sagte. Aber dieser heilige Mann, Jorge Maria Bergoglio, hat mich darin bestärkt und mir verdeutlicht, wie wichtig es ist, eine Information in der Corona-Krise zu veröffentlichen. Alle Menschen haben ein Recht auf wissenschaftlich abgesicherte Informationen. Vor diesem Hintergrund sah ich es als meine Pflicht an, ein aufklärendes Werk zu verfassen und verfügbar zu machen. Relativ einfach verfügbar für jeden Braunschweiger, weil die Buchhandlung Graf bietet das Buch nicht nur online, sondern natürlich auch persönlich zum Kaufen an. Ich kann also grundsätzlich bei Graf Bücher online bestellen. Ich brauche kein Amazon, wenn ich Braunschweiger bin, weil ich habe Graf. Aber die Forscher und auch der Papst können keine spontane Heilung der Corona-Infizierten erreichen oder vor der Infektion schützen. Nur wenn alle Menschen dafür sorgen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, können wir diese Pandemie beherrschen. Die Forscher und Zulassungsbehörden brauchen Zeit,
die notwendigen Mittel, also Impfstoffe, Diagnostika, Arzneimittel und Antikörper, zu erforschen, zu entwickeln, zu prüfen und allgemein für alle Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es fast täglich neue Meldungen, dass es angeblich bereits Medikamente gibt. Das ist schlicht und ergreifend wissenschaftlicher Humbug. Es gibt ein Medikament, was eigentlich für Ebola entwickelt worden ist, Remdesivir. Und dieses Medikament kann bei bestimmten schwersten Fällen in bestimmten Zeiten eine gewisse Hilfe darstellen. Weitere Medikamente wird es in diesem und vielleicht noch nicht mal im nächsten Jahr geben. Und wer wirklich glaubt, dass Impfstoffe vom Himmel fallen, der hat sich getäuscht und wird leider viel zu häufig von den Medien hinters Licht geführt. Impfstoffe fallen nicht vom Himmel. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mich der Meinung von Herrn Professor Dr. Karl Lauterbach, der lange an der Harvard University tätig war, anschließen und sagen, dass die Corona-Pandemie sicher in die Jahre 2021, 2022 und wenn wir ganz viel Pech haben, auch 2023 gehen wird. Denn ganz werden wir SARS-CoV-2 wohl ähnlich wie die Grippe, die Influenza, nie mehr loswerden. Wie bei der Influenza wird es wohl immer wieder zu Infektionswellen kommen. Allerdings werden durch Impfung, Medikamente und Antikörper immer weniger Menschen sterben. Noch wissen wir auch nicht, wie die langfristigen Folgen einer Infektion sind. Aktuelle Erkenntnisse zeigen deutlich, dass eine Coronavirus-Infektion eben nicht nur zu Atembeschwerden führt, sondern den menschlichen Körper dauerhaft milde, leicht, schwer oder schwerst schädigt. Alle Erkrankungspunkte gehen weit über die Lunge hinaus. Auch die Beschwerden, die Patienten am Anfang einer Infektion aufweisen, sind eben nicht nur Fieber, sind eben nicht nur Husten, sondern können sehr weit reichen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns weiter schützen. Die beste Vorbeugung wäre es, zu Hause zu bleiben, schreibe ich weiter im Vorwort, um sich nicht anstecken zu können. Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Dauerhaft ist es tatsächlich so, dass wir weiterhin darauf angewiesen sind, Abstand zu halten, damit wir eben nicht zu Infektionen kommen. Und nur weil Herr Wrensch und ich hier so weit voneinander entfernt sind, können wir hier sitzen, ohne uns gegenseitig zu gefährden. Gefährden können übrigens nur Menschen, die eine Corona-Infektion haben. Wenn man alleine zu Hause ist oder alleine im Auto sitzt, ist das Tragen einer Maske blödsinnig. Genau, und das schreibe ich auch in meinem Buch über viele Mythen und Fakten, ist das ständige Händewaschen zu Hause natürlich nicht sinnvoll, wenn ich alleine bin. Und niemand, der jetzt zuschaut, braucht ein Desinfektionsmittel. Warmes Wasser und Kernseife reichen aus. Es sei denn, man will sich die Haut ganz kaputt machen. Dann kann man selbstverständlich auch den ganzen Tag die Hände desinfizieren. Deutschland im internationalen Vergleich führend. Das Gesundheitssystem in Deutschland hat sich auch und besonders in der SARS-CoV-2-Pandemie herausragend bewährt. Im internationalen Vergleich ist Deutschland bestens versorgt, sozusagen Weltmeister. Insbesondere, wenn neben dem Sicherheitsaspekt auch die Therapieeffektivität und die staatlichen Maßnahmen in die Bewertung einbezogen werden, dann ist Deutschland absolut Weltmeister in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Ich bin übrigens froh und sehr dankbar, dass ich in Deutschland von einer so guten Regierung vor Corona beschützt werde. Und selbst wenn ich infiziert wäre, könnte ich auf einer Infektions- oder Intensivstation behandelt werden. In Italien war das über Wochen, fast Monate nicht der Fall. Und ich hätte versterben können müssen, obwohl
es nicht hätte sein müssen. An dieser Stelle fällt mir noch ein, gibt es schon Fragen oder sind alle Fragen klar? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte weiter vorlesen, weil mir ist es natürlich auch besonders wichtig, dass neben den Abstandsregeln und Hygieneregeln auch andere Dinge in die Vorbeugung von SARS-CoV-2 einbezogen werden. Eine gesunde Ernährungsweise ist die Grundlage für ein gut funktionierendes Immunsystem. Menschen, die sich nicht gesundheitsbewusst ernähren, haben schlechte Abwehrkräfte. Damit können sie auch die neuartigen Coronaviren schlecht abwehren und haben Probleme im Rahmen der Infektion selbst. Eine gesunde, bedarfsgerechte Ernährung ist also wichtig. Es ist nachweislich gesund, normalgewichtig zu sein. Übergewicht hat negative Effekte auf das Immunsystem. Zudem erkranken Übergewichtige häufiger an SARS-CoV-2 und haben schwerere Verläufe. Die Abwehrkräfte sind besonders gut bei Menschen, die sich gesundheitsbewusst ernähren, sich sportlich betätigen und für ausreichend Entspannung, optimal sind Yoga, autogenes Training und progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, sorgen. Solche Titel gibt es natürlich auch bei Graf. Und ich hoffe, dass nicht nur zu Corona-Zeiten so etwas reichlich gekauft und dann auch angewandt wird. Die Braunschweiger Psychologen und Pädagogen würden sich freuen, Sie in Ihren Online-Kursen und später auch wieder in den richtigen Kursen begrüßen zu dürfen. Eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise ist abwechslungsreich und setzt auf saisonale Lebensmittel, die regional, also im alten Braunschweiger Land, angebaut werden. Sie ist arm an Fastfood, Fertiggerichten, salzigen Snacks sowie Süßigkeiten. Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine salzreiche Ernährungsweise die Abwehrkräfte des menschlichen Körpers schädigt. Vor diesem Hintergrund sind die Empfehlungen von besonderer Bedeutung. Neben Gemüse und Frischobst sind auch frische Kräuter, aromatische Gewürze, Algen und natürlich Pilze ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährungsweise. Fleisch, Wurstwaren und Käse sollten möglichst fettarm sein. Wenn Fett zugeführt wird, dann solches, das mehrfach ungesättigt ist. Was mir noch ganz wichtig ist, ist zu erläutern, warum Corona eigentlich Corona heißt. Diejenigen Zuschauer, die altsprachlich erzogen sind, wissen, warum Corona Corona heißt. Es ist schlicht und ergreifend nichts anderes als eine Krone. Das heißt, die Viren haben kleine, ich nenne es bewusst mal Fortsätze, die aussehen wie eine Krönung. Sie sind sozusagen gekrönte Viren. Die Auswirkungen sind nicht ganz so schön. Was bedeutet Covid-19? Das ist die Erkrankung, die vom neuartigen Coronavirus hervorgerufen wird. Covid steht für Coronavirus Disease, also Coronavirus-Erkrankung. Und Covid-19 heißt es, weil es im Jahr 2019 das erste Mal aufgetreten ist. Die Bezeichnung SARS-CoV-2 steht dafür, dass es schon andere Coronaviren gab. Und Coronaviren sind auch nicht neu, sondern die gibt es und man kennt sie schon seit langer Zeit. Wahrscheinlich stammt SARS-CoV-2, das neuartige Coronavirus, tatsächlich aus China. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es nicht ein künstlich hergestellter Virus. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kam es zu einem Infektionsweg von bestimmten Tieren. Es ist noch nicht endgültig geklärt, von welchen Tieren. Und der Virus ist auf den Menschen übergegangen. Erst nach relativ später Zeit war in China bekannt, dass es zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch kommen kann. Dass die chinesische Regierung dafür gesorgt hat, dass diese Erkenntnis nicht sofort der WHO mitgeteilt worden ist, ist sicherlich im höchsten Maße bedauerlich. Denn wäre es nicht so gewesen, wäre auch die Empfehlung der bundesdeutschen Regierung früher ergangen,
dass Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ich habe mich beim Verfassen des Buchs immer wieder gefragt, warum ist, obwohl klar war, dass es sich um eine Tröpfcheninfektion handelt, immer wieder im Fernsehen gleichlautend gesagt worden, wir brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Erklärung ist relativ einfach. Etwas zu empfehlen, was es nicht gibt, hätte zu einer Panik in der Bevölkerung geführt. Und dafür kann natürlich eine Regierung nichts, weil niemand war in der Lage, diese Pandemie vorherzusagen. Es gab noch nicht viele Pandemien. Die letzte, auch in Braunschweig, war nach dem Ersten Weltkrieg oder im Bereich des Ersten Weltkriegs 1918 die spanische Grippe. Als Braunschweiger, ich bin am 13.09. geboren, ähnlich wie Herzogin Victoria Luise, sie ist am gleichen Tag, nur in einem anderen Jahr geboren. Sie war tatsächlich auch an der spanischen Grippe erkrankt. Und zu dieser Zeit, 1918, gab es noch keine Pandemiepläne. Und vor diesem Hintergrund ist das etwas schleppende Vorgehen gar nicht als schleppend zu bezeichnen, sondern schlicht und ergreifend als ein normaler Vorgang. Wenn man sich fragt, was kann man noch gegen die Epidemie tun, dann ist es möglich, den Körper optimal mit Substanzen zu versorgen, die die Abwehrkräfte fördern. Dazu gehören Probiotika. Das sind Milchsäurebakterien, die in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt vorkommen oder halt in entsprechenden Präparaten, medizinisch relevanten Probiotika aus der Apotheke. Aber auch die graubehaarte Zistrose, Zystus, ist etwas, was den Körper schützen kann. Und natürlich sind auch Vitamine und Mineralstoffe, insbesondere das Spurenelement Zink, wichtig, um die Abwehrkräfte zu fördern. Ganz interessant, Zink wird das nächste Buch sein, dem ich mich widmen werde. Es ist schon im Verlag, im Lektorat, weil nicht nur in Sachen Corona ist dieser Mineralstoff besonders wichtig. Wir haben vielfältige Möglichkeiten, unseren Körper zu schützen. Natürlich ist weder ein Mund-Nasen-Schutz noch eine gesunde Ernährungsweise noch eine Abstandregelung allein ausreichend. Es ist immer multifaktoriell, um einen möglichst guten Schutz zu erreichen. Eines darf nicht übersehen werden, dass insbesondere sogenannte Aerosole, und die kommen schon in meinem Buch vor, obwohl der Sachstand Ende März ist, zu einer Übertragung führen können. Aerosole sind feinste Tröpfchen, die schon beim Sprechen den menschlichen Körper verlassen. Die Coronaviren befinden sich ja im Mund-Nase-Rachenbereich und bei jedem Atemzug, bei jedem Sprechen, bei jedem Singen, bei jedem Brüllen würde ein Corona-Patient die Viren ausstoßen. Ein anderer Mensch könnte sich infizieren. Man hat jetzt gesehen, dass erste Lockerungen beispielsweise in einer Kirchengemeinde in Frankfurt, wo leider gesungen wurde, zu mehr als 100 Infektionen geführt haben. Und vor dem Hintergrund kann ich nur davor warnen, im Braunschweiger Dom gemeinsam zu singen. Man kann, glaube ich, auch singen, wenn man einfach die Töne, die Melodien, die Arien, die Lieder im Kopf hat. Im Moment zu singen, zu küssen, ist wirklich etwas, außer natürlich seinen Partner und die Menschen, die man sowieso regelmäßig küsst, tatsächlich nicht gut geeignet. Ein ganz wichtiger Punkt im Abwehrsystem ist die Reduktion von Stress. Denn Stress ist ein Immunkiller. Nicht ein Viren, sondern ein Immunkiller. Ich möchte einige Zeilen hier noch aus dem Buch entsprechend vorlesen. Die Wirkung psychischer Faktoren auf das Immunsystem wird in der sogenannten Psychoneuroimmunologie erforscht. Denn Psyche, Nervensystem und Körper beeinflussen sich wechselseitig. Die Ergebnisse bezüglich des Phänomens Stress sind dabei eindeutig. Wer sich dauerhaft gestresst fühlt, wird eher krank. Es konnte beobachtet werden,
dass verschiedene Heilungsprozesse durch lang anhaltenden Stress länger andauern und sogar Impfungen weniger effektiv wirken. Durch die immunschwächende Wirkung begünstigt chronischer Stress sogar die Entstehung von Krebs und natürlich auch Coronavirus-Infektionen. Kommen äußere Faktoren wie etwa eine Krise dazu, wirkt das zusätzlich belastend auf dem Körper. Vor diesem Hintergrund habe ich auch Yoga, autogenes Training und progressive Muskelrelaxation empfohlen. Die Entstehung von Stress hat also negative Folgen auf das Immunsystem. Man darf nie übersehen, es gibt einerseits Eustress, also etwas Positives, und andererseits Dysstress, etwas Negatives. Wir sind, wenn man in meinem Buch weiter nachliest, aber noch lange nicht am Ende, was man für das Immunsystem tun kann. Auch Bewegung spielt eine entscheidende Rolle. Zahlreiche Studienergebnisse haben zweifelsfrei bewiesen, dass Bewegung und moderates Training einen positiven Einfluss auf unser Immunsystem haben. Die WHO, die Weltgesundheitsbehörde, World Health Organization, empfiehlt mindestens 150 Minuten Sport pro Woche. Das sind gerade mal 2,5 Stunden. Ich glaube, das kann jeder doch hinbekommen. Weil zu Sport und moderater Bewegung würde auch ein strammer Spaziergang abends gehören. Im Moment laden die Parks auch in Braunschweig ja geradezu dazu ein. Doch weiter zu meinem Buch. Um die Gesundheit deutlich zu verbessern, wird empfohlen, dieses Pensum, gerade vielleicht auch in Corona-Zeiten wichtig, auf 300 Minuten oder 5 Stunden, also noch nicht mal eine Stunde am Tag, eine Dreiviertelstunde, zu verdoppeln. Bewegung, vor allem regelmäßiges moderates Training, hat bekanntlich viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. So wird bei regelmäßiger Bewegung nachweislich unser Herz-Kreislauf-System gestärkt, die Fettverbrennung angekurbelt und unser Wohlbefinden gesteigert. Doch Bewegung kurbelt eben auch das Immunsystem an und kann dieses sogar trainieren. In einer Erhebung der Technikerkrankenkasse wurden Personen befragt, wie zufrieden sie mit ihrem Gesundheitszustand seien. Sie mussten sich zwischen gut, sehr gut und weniger gut, schlecht entscheiden. Gleichzeitig wurde erhoben, wie oft sie Sport betreiben. Hierbei wurden sie in 5 Kategorien eingeteilt. Von Antisportler und Sportmuffel bis zu Intensivsportler. Die Befragung ergab, dass der Anteil derjenigen, die mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden waren, mit der angegebenen Häufigkeit des Sports zunahm. Zugleich nahm der Anteil derjenigen, die mit ihrem Gesundheitszustand unzufrieden waren, deutlich ab. Der immunstärkende Effekt zeigt sich auf unterschiedlichen Weisen. Einerseits werden die Abwehrzellen trainiert, die Durchblutung gefördert, was zum Transport der Abwehrzellen führt. Es werden bestimmte Substanzen, die schädliche Reaktionen fördern, weniger freigesetzt. Der Schlaf ist besser und ein gesunder Schlaf, eine gute Schlafhygiene, auch dazu gibt es bei Graf Bücher, kann tatsächlich die Abwehrkräfte fördern und die Anzahl der Abwehrzellen erhöhen. Zudem baut regelmäßige Bewegung auch Stress ab. Und ich habe ja vor wenigen Minuten vorgelesen, welche positiven Effekte der Stressabbau und das Anwenden von Entspannungstechniken hat. Das Infektionsrisiko wird nachweislich verringert. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die moderat trainieren, weniger Krankheitstage und weniger Infektionen der Atemwege haben. Die Studie beispielsweise der TK hat dies noch nicht für Corona untersucht, aber es ist davon auszugehen, dass andere Atemwegsinfektionserkrankungen genauso einzuschätzen sind wie Corona
Virusinfektionen. Ganz wichtig dabei ist, dass Sport nicht übertrieben wird. Denn zu viel Sport bedeutet eine Reduktion der Abwehrkräfte. An dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass Herr Wrentsch und ich natürlich sehr gerne Fragen beantworten, wenn es denn welche geben sollte. Wenn wir uns weiter mit dem Coronavirus beschäftigen, Sie haben ja inzwischen schon gelernt, warum Corona Corona heißt, dann ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, warum wir einen Minimalabstand von 1,5 Metern halten sollten. Die Entfernung, die Herr Wrentsch und ich hier haben, sind ungefähr 1,5 Meter von Kopf zu Kopf. Und das ist das Entscheidende, weil hierüber stoße ich bin aber nicht positiv, würde ich Coronaviren ausstoßen, dann sind es fast 2 Meter. Und diese Strecke überwinden die Tröpfchen, die ich beim Sprechen ausstoße, nicht. Die Aerosole, von denen ich vorhin schon berichtet habe, die auch in meinem Buch beschrieben sind, würden diese Strecke überwinden. Herr Wrentsch und ich haben selbstverständlich vor der Aufzeichnung eine Maske getragen und bei Graf wird von Kunden und dem gesamten Verkaufspersonal, den Buchhändlern, den Geschäftsführern grundsätzlich auch eine Maskenpflicht erfordert für sich selbst und für die Kunden, denn Lesen bildet, keine Maske tragen kann schädigen, weil es zu Infektionen führen kann. Wichtig ist es auch, und das sind Tipps und Tricks, die in meinem Buch vorhanden sind, die Angebote von Liefer- und Abholdiensten zu nutzen, sich etwas zusenden zu lassen oder halt nicht zu den Stoßzeiten zu Graf zu gehen und sich seine Bücher zu besorgen. Es gibt immer Stoßzeiten. Im Zweifelsfall kann man auch bei Facebook, per Internet, als E-Mail oder auch per Telefon nachfragen, wann denn nicht so viel los ist. Denn das können Sie sich vorstellen, im Moment werden Bücher in großen Mengen gelesen und natürlich auch gekauft und verkauft. Herr Wrentsch hat mir vorhin gesagt, dass insbesondere Spiele und Puzzle verkauft werden. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass viele Kinder halt immer noch nicht in Kindergärten sein können, dass Kindergärten, Kindertagesstätten noch geschlossen sind und dass auch immer noch nicht wirklich klar ist, wie das Ansteckungsrisiko, das Infektionsrisiko bei Kindern gegeben ist. Die Studien dazu sind nicht eindeutig. Die Übertragung von Coronaviren ist ganz einfach zu erläutern. Der wichtigste Übertragungsweg, so schreibe ich in meinem Buch, ist eine sogenannte Tröpfcheninfektion, bei der die Coronaviren von infizierten Menschen über Tröpfchen in die Luft abgegeben und anschließend eingeatmet werden. Sie können aber auch über die Augen und über die Augenschleimhaut, also die Schleimhaut in den Augen, in den menschlichen Körper gelangen. Weiterhin können verschiedene Atemwegserreger über Schmierinfektionen übertragen werden. Dieser Übertragungsweg ist bei Corona aber nachgeordnet. Bei der Tröpfcheninfektion gelangen Erreger, die sich in der Luft befinden, in die Atemwege und können hier zur Covid-19-Erkrankung führen. Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Oberflächen gelangen und eine Zeit lang überleben. Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände auf die Schleimhaut des Mund- und Rachenraums oder die Augen übertragen wird. Vor diesem Hintergrund ist auch das Waschen der Hände mit Wasser, warmem Wasser und Seife sinnvoll. Nochmal, Desinfektion braucht man nicht. Um sich vor Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen zu schützen, ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten. Ich sehe immer wieder,
wenn ich unterwegs bin, dass die Menschen laufend ihre Maske auf- und absetzen, sie von außen anfassen und damit das machen, wovor sie sich schützen wollten und auch andere, nämlich Viren, wenn sie denn befallen sein sollten, auf sich selbst, auf andere, auf Flächen übertragen. Wenn man eine Maske trägt, dann trägt man sie einen Tag. Ich habe gestern, ich glaube, es war in der Bild-Zeitung gelesen, die Frage, ich konnte es gar nicht fassen, wie lange wird eine Einmalmaske und wie oft getragen? Wenn sie zweimal getragen würde, hieße sie ja Zweimalmaske. Eine Einmalmaske wird einmal getragen für einen Tag. Ich kann Ihnen nur empfehlen, es gibt inzwischen ausreichend Masken, grundsätzlich diese nicht länger zu tragen, Einmalmasken einmal zu tragen und die selbstgenähten Masken wirklich täglich zu reinigen. Sonst ist es sicher nicht so, dass es einen positiven Effekt hat. Ganz wichtig ist, es gibt eine ganze Reihe von Mythen, von Problemen, die immer wieder geschildert werden. Und da möchte ich nochmals aus meinem Buch vorlesen. Muss ich Lebensmittel, die ich gekauft habe, abwaschen? Gefährden mich Lebensmittel? Nein. Die Viruspartikel aus der Luft können auf Oberflächen gelangen und dort auch meist überlegen. Dennoch, es ist praktisch ausgeschlossen, dass diese Lebensmittel oder Einkaufstaschen in ausreichenden Mengen auf die Schleimhäute der Atemwege gelangen. Das ist einfach nicht möglich, dass so viele Coronaviren dort vorhanden sind. Denn eines darf auch nicht übersehen werden. Es geht ja nicht nur um ein Virus, sondern es muss eine große Virenlast, eine große Virenmenge übertragen werden, damit es zu einer Infektion kommen kann. Können Tiere Corona übertragen? Damit sind Haustiere gemeint, nicht etwa Fledermäuse in Wuhan. Nein, es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass von Hunden oder Katzen Coronavirus-Infektionen übertragen werden können. Scheinbar ist es aber möglich, dass von Menschen auf Tiere Infektionen übertragen werden können. Immer wieder zu lesen ist, dass Alkohol vor SARS-CoV-2 oder Covid schützen kann. Auch das ist falsch. Hier wird scheinbar verwechselt die Wirkung von Desinfektionsmitteln und von Alkohol. Auch wenn es gesund ist, zu trinken, sollte es nicht Alkohol in erster Linie sein und vor Coronavirus-Infektionen würde es gar nicht schützen. Brauchen wir alle einen Corona-Test? Nein, weil dieser Test nur in dem Augenblick ein gültiges Ergebnis ergibt, in dem er gemacht wird. Minuten später kann theoretisch eine Ansteckung erfolgt sein und wenn ich dann 2 Wochen später, hoffentlich dauert es nicht so lange, 2 Tage später, mein Testergebnis bekomme, glaube ich, ich bin gesund, obwohl ich eine Infektion habe. Die einzige Maßnahme wäre es, kontinuierlich, täglich sich mehrfach testen zu lassen. Das ist aber etwas, was das deutsche Gesundheitswesen tatsächlich überfordern würde, weil im Moment rund 1 Million Tests maximal am Tag möglich sind. Und das sollte den Menschen vorbehalten bleiben, die zu Risikogruppen gehören, oder aber die bestimmte Symptome aufweisen. Noch immer gilt, dass man sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten sollte. Die WHO hat einige Mythen zusammengefasst und da möchte ich zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges sagen. Jetzt beginnt ja langsam die Mückenzeit. Mückenstiche, so die WHO, und ich habe das auch in das Buch aufgenommen, können nicht zur Übertragung von Coronaviren führen. Auch Bienenstiche nicht, damit meine ich nicht den Zuckerkuchen, sondern der Stich einer Biene. Wenn es Fragen gibt, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ich höre, es gibt Fragen. Aber ich stelle mal eine ganz schnell vorweg, weil wir sind ja bei der ersten virtuellen Lesung und wir haben hier sonst Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen Zuschauern. Wie würden Sie einschätzen, wann sind solche Lesungen wieder möglich?
Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Lesungen wären auch jetzt möglich, sofern man einen gewissen Abstand gewährleisten könnte. Am 15. Juni treten ja weitere Abschwächungen in Kraft der Corona-Regeln. Auch im Land Niedersachsen wird ja immer weiter abgeschwächt, was auch richtig ist. Und eine Lesung mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, sicherlich nicht Hunderte, sondern vielleicht nur ein Viertel, 50 ist aber auch ganz schön, wäre dann sicher wieder möglich. Grundlage ist Abgrenzung der Teilnehmer voneinander über einen Abstand der Plätze und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Und dann kann Mario Adorf auch gerne wieder nach Braunschweig kommen. Ja, da wollen wir gerne mehr als 50 Personen haben. Ja, ich habe zwei Fragen von Herrn Kurt Schulz. Er schreibt, es gibt in Braunschweig wenig 100 nachgewiesene Infizierte. Warum ist es vor diesem Hintergrund erforderlich, dass Hunderttausende sich nur mit Maske in Geschäften bewegen dürfen? Herr Schulz, das ist ganz einfach. Wenn Sie das nicht machen, dann haben wir bald nicht einige hundert, sondern einige 10.000 Betroffene. Und das kann wirklich niemand wollen. Wir haben doch nur kaum Betroffene, relativ wenig Tote, weil wir eben diese Maßnahmen einhalten. Das ist das sogenannte Präventionsparadoxon. Wir haben Maßnahmen eingeführt, haben jetzt wenig Infizierte und wenig Tote und glauben, wir brauchen die Maßnahmen nicht mehr. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, und Schweden beweist es, so dass wir viermal so viel Betroffene und auch Tote hätten, wie Schweden. Das heißt, die Zahl würde massiv nach oben gehen, auch in Niedersachsen. In Niedersachsen hätten wir sicherlich 2.500 Tote schon. Das darf aber so nicht gesehen werden, weil Schweden ist ein dünn besiedeltes Land. Braunschweig und Schweden ist nur schwer vergleichbar. Braunschweig hat eine dichte Einwohnerschaft und auch in der Stadt ist inzwischen wieder etwas los. Wenn man die Masken weglässt, dann hat man in Braunschweig halt spontan innerhalb kürzester Zeit Zehntausende von Betroffenen und das städtische Klinikum selbst mit dem Ersatzkrankenhaus könnte die nicht therapieren. Wir dürfen schlicht und ergreifend nicht vergessen, dass wir nur so, und dafür bin ich dankbar, wenig Fälle haben, weil wir die Maßnahmen einhalten. Ich finde es geradezu abstrus, darüber nachzudenken, die Maßnahmen so weit zu lockern, dass wir am Ende Zehntausende von Infizierten haben, und Menschen auf den Infektionsstationen wie auf den Intensivstationen wie in Bologna auf dem Bauch liegend elendig versterben müssen. Ich habe selbst in meiner eigenen Familie über Bekannte zwei Todesfälle zu beklagen. Ich finde es grauenhaft, dass ein Mann, der jünger ist als ich werde in diesem Jahr 51, bin also 50 Jahre, der Mann war gerade Mitte 40, gestorben ist, ohne Vorerkrankung. Und eine Maske zu tragen. Seit Jahrzehnten tragen Ärzte bei Operationen Masken. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das zu viel verlangt ist. Wenn das zu viel verlangt ist, bin ich enttäuscht von den Maßnahmen, die Deutsche umsetzen können. Wir können dankbar und glücklich sein, dass wir Masken haben und sie tragen dürfen, weil wir gut aufgeklärt worden sind. Sonst hätten wir alleine in Braunschweig viele tausend Infizierte und wahrscheinlich hunderte von Toten. Sehen Sie sich einfach die Bilder aus New York an, wo Menschen in Lastwagen verstorben, gekühlt werden, weil man sie nicht begraben kann. Vor dem Hintergrund sind diese Maßnahmen wahrscheinlich noch länger notwendig, weil wir haben noch keinen Impfstoff. Was ganz sicher gegeben ist, es wird sich viel verändern und nicht nur die Buchhandlung Graff wird wieder Lesungen machen, die nicht nur virtuell sind, wobei ich dieses Format ganz schön finde. Man kann es ja parallel machen sozusagen. Man kann das ja virtuell auch noch ausstrahlen. Dann haben Sie hunderte von Teilnehmern sozusagen. Aber auch Theater werden wieder öffnen. Ich denke, Dagmar Schlingmann wird in Kürze einen Plan präsentieren, wie das Staatstheater Braunschweig, das Staatsorchester Braunschweig unter Serbadinic wieder spielen können. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass wie in Österreich auch geplant, dass Masken getragen werden im Publikum, auf der Bühne gegebenenfalls nicht, dass im Orchestergraben Masken getragen werden, um eben keine Infektionsgefahr zu bieten. Was hilft es, wenn wir keine Masken mehr aufsetzen und alle Angst haben müssen, von jemandem angesteckt zu werden? Weil ein Punkt ist ganz entscheidend.
Die meisten Infektionen sind nicht so schwer, dass ich auf eine Intensivstation muss. Es gibt 20-25% der Fälle, die fast nichts oder gar nichts bemerken, aber trotzdem in dieser Zeit als, man muss es so sagen, ohne Maske, als Virenschleuder unterwegs wären. Ja, ich habe noch eine Frage eines Zuschauers. Michael Duscher schreibt, in Schulen gibt es häufig nur kaltes Wasser. Ist damit das Händewaschen der Kinder hinfällig bzw. weniger effektiv? Das Problem ist tatsächlich, dass wir ein Virus haben, das ist sozusagen umhüllt. Und diese Hülle lässt sich über bestimmte Substanzen, Desinfektionsmittel, aber auch warmes Wasser und Seife, selbstverständlich auch kaltes Wasser und Seife, weil Seife ja eben dafür sorgt, dass diese Hülle zerstört wird, kaputt geht. Zu beklagen, dass es nur kaltes Wasser gibt, ich wasche mir auch nicht so gerne mit kaltem Wasser die Hände, das ist tatsächlich richtig, Kinder machen es auch nicht so gerne, aber das heißt, es müssen dann wirklich 30 Sekunden sein und nur kaltes Wasser ohne Seife wäre tatsächlich verhältnismäßig wenig effektiv. Ich habe vorhin gesagt, man braucht keine Desinfektionsmittel. Wenn Kinder sich nicht bereit sind oder es einfach nicht wünschen, mein kleiner Sohn macht auch nicht alles das, was ich mir wünsche, die Hände zu waschen, dann ist doch ein Desinfektionsmittel erforderlich, weil eines muss stattfinden, entweder mit Wasser und Seife, ausreichend lang, man sagt 30 Sekunden, oder ein Desinfektionsmittel, wobei die Haut natürlich auf Wasser und Seife weniger negativ reagiert wie auf Desinfektionsmittel. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Müller. Hoffen wir sehr, dass die Tipps und Hinweise in Ihrem Buch Corona-Infektionen effektiv vermeiden, wirken, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet, dass man den Mund-Nasen-Schutz weiterträgt, den Abstand hält. Das Lesen dieses Buches kann auch helfen, weil man wird schlauer und man weiß, wie man sich vor schützen kann. Es kostet 16,95 €, ist natürlich hier in der Buchhandlung Graf erhältlich, aber der Buchhandel ist ja großflächig aufgestellt, also und Facebook kann man ja überall lesen, im Horn Verlag erschienen, kostet 16,95 € im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Herr Müller, ganz herzlichen Dank. Das war die erste Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe Literatur live gelesen. Die nächste Veranstaltung ist in Planung. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Entweder drei oder in 4 Wochen sehen wir uns hier am gleichen Ort wieder, im gleichen Format mit einem Braunschweiger Autoren. Und jetzt erstmal Ihnen herzlichen Dank und Ihrem Buch viel Erfolg und allen bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.